Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode von Bioshock Infinite. Ihr habt Kingswatch eingeschaltet, mein Name ist Lichtschimmer. Wir spielen Episode 2 und wir wollen uns jetzt taufen lassen, denn wir stehen hier davor. Und ich habe das Gefühl, wir müssen uns taufen lassen. Deswegen hinein in die gute Stufe. Hey. Ich taufe dich im Namen des Propheten, im Namen der Gründer und im Namen unseres Herrn. Ist der blind? Ich weiß nicht, Brüder und Schwestern, aber gereinigt sieht er noch nicht aus. Wer ist da? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Was wollen Sie? Wir hatten eine Abmachung. Öffnen Sie diese Tür. Sofort. Ich hab doch gesagt, ich mach das nicht. Gehen Sie weg. Mr. DeWitt! Mr. DeWitt! Okay. Weil diese Waffe, die kann ich aber irgendwie nicht aufnehmen. Ich kann anscheinend hier gar nichts aufnehmen. Boah, ziemlich... Das macht schon ein bisschen Schiss hier. Ich glaube, wir müssen das aufmachen. Alter, was geht denn da ab? Der Garten. Dieser Idiot von Priester sollte sich mal den Unterschied zwischen Taufen und Ertränken klar machen. Ja, auf jeden, ne? Ich muss mir einen markanten Punkt suchen und rausfinden, wo ich bin. Okay, finde die Columbia-Statue. Vater Franklin ist links, Vater Washington geradeaus, Vater Jefferson ist rechts. Das sind alles US-Präsidenten meiner Ansicht nach. Vielleicht haben die diese Stadt ja irgendwann mal gegründet. Ich meine, das besitzt ja auf der USA auf jeden Fall. Vorhin haben wir auch eine USA-Karte gesehen. Bekenntnis zu den Gründern und dem Propheten Vater Comstock. Bekennen uns erneut zum Propheten Vater Comstock. Auf das wir auf dem Pfad Vater Comstock, den kenne ich natürlich wiederum gar nicht. Das ist... Vorhin haben wir auch diese Audioaufnahme gehört. Beziehungsweise gestern habt ihr die Audioaufnahme gehört. Von dieser Frau. Und das war die Frau Comstock. Also das scheint ja der aktuelle religiöse Führer zumindest zu sein. Mal gucken. Hallo? Dann halt nicht. Der will nicht mit mir reden. Was haben wir hier? Ein Apfel! Nice. Und noch mal eine Birne und Gesundheit. Wieso kann ich mit denen nicht sprechen? Das ist total nervig. So, dann werden wir hier... Was steht hier? Was ist Columbia anders als eine Arche für andere Zeit? Also entweder das heißt hier Columbia oder das heißt Neu-Eden. Also wahrscheinlich das heißt Columbia und das heißt Neu-Eden. Wer du überquertest, mit flammendem Schwert auf Engelsflügeln, behüte mich und gib mir Kraft. Aber Spaß, ey. Schütze meinen Geist bisschen vor Furcht creepy. Und Zweifel, auf dass ich allen Eindringlingen stand. Ignoranz und Tyrannei. Vater Washington, teile deine Weisheit mit mir und lass mich. Das Licht deiner Klugheit ein Leuchtfeuer sein in der Dunkelheit. Beim Schwert? Und der Rolle und den Schlüssel. Amen. Manchmal ruckelt es ein bisschen, muss ich ehrlich sagen hier. Das ist ein bisschen, also ganz selten mal. Dass es weder Zufall gibt, noch Glück, nur Vorsehung. Und dass du schaust, dass eine Stadt fliegt, heißt nicht, dass keine Idioten drin wohnen. Ah, richtig. Also gut, ich muss das Mädchen finden. Was denn für ein Mädchen? Ist immer noch nicht klar, was das nur für mich ist. Ist dies Elisabeth, die wo man das Bild schon mal gesehen haben? Wer weiß. Werden wir noch rausfinden. Boah. Alter Schwede. Hammer. Guckt euch das an. Der Wahnsinn. New Eden Square. Nein, Mr. Rossignol. Ich habe noch nie Austern gegessen. Mr. Rossignol. Hallo? Ich kann mit dir nicht sprechen, auf jeden Fall. Freut mich sehr. Was haben wir denn hier Schönes?
Popcorn nehmen, Gesundheit. Vorsorg essen, Gesundheit. Ah, komm, wir essen alles. Frisches Popcorn, $1. Aber sprechen kann ich mit dem auch nicht. Ich kann einfach nur das Zeug immer nehmen, was da liegt. Ein perfekter Tag für die Feier. Vater Comstock muss das vorhergesehen und genauso geplant haben. Ja, bestimmt. Alter Schwede, was steht da oben? Von dem falschen Schäfer. Der Turm. Ah ja, hier steht er links da. Der Turm beschützt das Lamm vor dem falschen Hirten. Ah, Shepard, Hirte, alles klar. Diese Statue. Ich finde, sie bringt Vater Comstocks totale Göttlichkeit nicht rüber. Naja, geht so. Was haben wir für einen Jungen? Hallo, kleiner Mann, gibst mir die Zeitung? Was steht hier? Ganz Columbia feiert. Columbia wahrscheinlich, ja. Ich will deine Trickszeitung eh nicht haben, du Arsch. So. Würden gibt's nicht für einen Liberty Scout. Da zählen keine Wünsche. Nur Pflichten. Liberty Scout, nice. Das ist wie Pfadfinder oder was? Pfadfinder drüber angetreten. Ich sag dir, Saltonstall ist der Richtige. Der ist für Glaube, Familie und Vaterland. Wer kann da schon dagegen sein? Hm. Was ist das denn? Mülltonnen durchsuchen. Ja, erstmal schön die Mülltonnen absnacken. Gerade angekommen, aber erstmal die Mülltonnen durchsuchen. Boah, ich hab echt keine Ahnung, wo ich hin muss. Hab ich irgendeinen Pfeil? Also ich auf jeden Fall nicht hin, aber... Heißt, ich gehe natürlich erst recht hier hin. Hübsche Schuhe. Und Geld. Nice. Was haben wir denn hier? Repairing fine custom work a specialty. Na, wahrscheinlich ein Schuhreparateur. Zu deutsch Schuster. Hübsch. Engagieren Sie niemals einen Künstler, mein Lieber. Sie sind einer wie der andere. Launisch und unzuverlässig. Aha. Ich sage Ihnen, der Park ist meilenweit hinter dem Zeitplan zurück. Die Landschaft ist erst halb fertig. Die Statue wurde noch nicht geliefert. Der Brunnen ist voller Regenwasser, Herrgott. Nicht mal die Rindeblumen sind gepflanzt. Mach mal so ein Voxophon. Arbeiten, die schon vom... Und der Erzengel offenbarte mir eine Vision. Eine Stadt, leichter als Luft. Ich fragte ihn, warum zeigst du mir das, Erzengel? Ich bin kein starker Mensch. Ich bin kein aufrechter Mensch. Ich bin kein Heiliger. Er aber sprach jene Wunder. Okay. Und ein Video. Das Wort des Propheten. Inmitten des düsteren Sturms. Sieht der große Prophet hellen Sonnenschein voraus und sieht, es wird Licht. Was wird der große Prophet als nächstes offenbaren? Unser Prophet. Das ist bestimmt dieser Comstock oder wie der Typ heißt. Ende. Ja. Worte zu mir. Du hast recht, Prophet. Ach, Comstock, genau. Doch wenn einer wie du Gnade erfahren kann, wie kommt es, dass niemand sonst sie in sich findet? Hm. Kann man irgendwie Geld klauen von dem? Der hat wahrscheinlich nichts, ne? Leaks Cash. Reden möchte ich mit denen auch nicht. Dann wieder raus hier. Pfeil zeigt noch da. Gut. Ich meine, viel anders bleibt uns auch nicht anders übrig von hier aus. Vox Populi hier, Vox Populi da. Was heißt Vox Populi überhaupt, verdammt? Das ist Latein, es heißt... Latein. Ne? Genau, ich früher auch immer gesagt. Deswegen habe ich Französisch gemacht. So. Also ich dachte ja gleich, der Kellner hat so einen ganz leichten Akzent. Fireworks. Können wir reingehen? Ne, es scheint so zu sein. Was haben wir hier? Columbia Creamery. Eiscreme Shop. Okay. Pilger willkommen. Ist abgeschlossen. Was haben wir hier? Gar nichts. Sackgasse. Da sitzt einer. Guten Tag, Bürger. Sie sehen fit aus. Ja, fit wie ein Turnschuh, Kollege. Sportfreund. Ich sehe, Sie treiben gern Sport. Ich bin hier für den griechisch-römischen Stil. Wenn Sie wollen, demonstriere ich Sie Ihnen gerne. Ja, sicher. Komm. Hier, ich renne für dir hin und her. Links, rechts, links, rechts. Soll ich Hampelmann machen, oder was? Vogel. Oh, Kinder spielen. Ich will mitmachen.
Dann halt nicht. Blöden Belger. Wollen mich nicht mitspielen lassen. Also ziemlich viele NPCs, die erzählen ja irgendwas von der Hintergrundgeschichte. Ist ziemlich cool eigentlich. Ich glaube, Gesundheit brauchen wir eigentlich gar nicht, weil wir sind schon im Max. Was haben wir hier? Ach, das ist ein mechanisches Pferd. Alles klar, das ist ein mechanisches Pferd. Shit. Können wir aufsteigen? Nein. Hallo. Salz, ne? Okay, das ist auf jeden Fall eine Schranke. Hallo? Hallo, Mr. Policeman. Na, wir können anscheinend rübergehen. Dieser gerade dieses Luftschiff vorbei. An so einem Tag zur richtigen Veranstaltung zu gehen, ist nicht leicht. Man kann nicht überall sein. Ja, finde ich man auch. Man verpasst immer etwas. Darum ja. Gehen wir zur Verlosung. Dieses Jahr habe ich ein gutes Gefühl. Oh, was ist das hier? Gesundheit. Verlosung. Wir gehen zur Verlosung. Oder ohne Spaß immer beim Drehen des Kopfes, also Columbia, der Figur. Jahrmarkt und Verlosung. Beim Drehen hier habe ich immer Frame-Einbrüche, aber richtig übel teilweise. Also wenn ich einmal das geladen habe, geht's, aber irgendwie beim ersten Mal drehen, ruckelt's. Also wenn es irgendwie nachlädt, ja, aber. Kann eigentlich bei meiner Rechnerkonfiguration nicht passieren, dass es hier ruckelt, sowas, ganz ehrlich. Wolkenloser Himmel. Ich werde nach der aktuellen Folge nochmal googeln und vielleicht finde ich irgendwas. Mal ein Video hier. Achtung vor dem falschen Hirten. Der falsche Hirte will unser Lamm auf Abwege führen. Wer ist der falsche Hirte? Ist es er? Ist es er? Oder er? Bist du es? Nur zur Wachsamkeit schützt das Lamm vor dem falschen Hirten. Sehr schräg, sehr, sehr schräg. Hier hat man, glaube ich, schon reingucken. Auf guten Glauben. You are on your honor. Put money in basket, Faunus bless you. Aber kannst du nehmen, was man will und dann Geld hereintun? Ja, klar, ich nehme das Geld und nehme das Zeug. Warum? Weil ich es kann. Ganz klar. Schnauze. Was haben wir hier? Eine Banane. Gesundheit voll. Kuchen essen. Schön, alles wegsnacken. Steckkiste ist leer. Sonst haben wir nichts. Bitte sehr. Komm, wir sind so gut. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Da. Waren wir da hinten schon? Ne, von hier kommt. Oh ja, klar, von hier können wir kommen. Wer ist dieses Mädchen? Der falsche Hirte seeks only. Der falsche Hirte würde das Lamm nur auf Abwege führen, okay. Geil. Da dann müssen wir nicht. Wo gehst du hin, ne? Lass mal gucken. Was haben wir hier? Geldbeutel. Nix. Möchten Sie eine Nelke zum Anstecken? Wir sammeln für die Patriotische Mädchenliga. Ja, sicher. Vielleicht ein andermal. Würde Tschüss. Sich aber toll machen an Ihrem Revier, falls Sie sich's anders überlegen. Ich bin hier. Ich will das haben. Kann ich nicht? Darf ich nicht? Möchte ich nicht? Dann halt nicht. Ich finde Blumen cool. Naja, manchmal zumindest. Hallo. Ach Mensch, die wollen ja nicht mit mir reden, ihr seid doof. Na warte, wenn ich meine Waffe wieder hab, dann geht's hier rund, Kinders. Boxophon. Abspielen. Ein Mensch steigt ins Taufwasser. Als anderer Mensch entsteigt er ihm, wiedergeboren. Aber wer ist dieser Mann, der da untergetaucht ist?
Vielleicht ist er Sünder und Heiliger in einem, bis ihn die Menschheit wieder erblickt. Alles klar, die haben also anscheinend wirklich Paranoia, dass die irgendwie auf den falschen Weg geführt werden, irgendwie sowas. Na gut. Albert Fink präsentiert God Only Knows, die Musik von morgen schon heute. Was zum Teufel? Was steht da links oben? Columbias schwulestes Quartett? Alles klar. Nicht schlecht. Fast durchsuchen. Salz. Nice. Feuerwerk. Ja, anscheinend ist das Feuerwerk für die Feier hier. Die haben ja gesagt, heute gibt es irgendeine Feier. Die ist nämlich alle geschlossen hier. Mal gucken. Pass lieber auf, was sagst du, mein Freund? Solches Skelette fällt auf. Werd mir bloß nicht so ein Finkenradikaler, John. Ich will keine Rolle in dem Stück. Ich heirate einen Vox Populi. Klar? Das geht denn bei euch klar hier? Komm. Ja. Ist auch geschlossen, wie es aussieht. Boah. Da ist diese Engelsstatue. Ah, hier finde ich sie, haben sie gesagt. Telegramm für Sie! Telegramm für Sie, Sir! DeWitt, stop. Machen Sie Comstock nicht auf sich aufmerksam, stop. Was immer Sie tun, nicht Nummer 7710, stop. Lutess. Was zum... Geh nach Monument Island und finde das Mädchen. Okay, Monument Island ist noch da. Gut, nehmen wir es mal noch da. Ist schon wieder hier so, echt krass. Ja, sorry nochmal für die Aufnahme, aber da müssen wir nochmal echt nochmal gucken. Teleskop nutzen. Läuft ja normal so flüssig, aber irgendwie die ersten Mal, wenn man das Gebiet betritt, das ist komisch. Schön, schön, schönes Teleskop. Ah, habt ihr schön ein stilles Eckchen gesucht, ha? Knister, knister. So, weiter geht's. Guten Tag, mein Freund. Der Turm schützt das Lamm vor den falschen Hirten. Sehen natürlich alle ein bisschen generisch aus, muss ich mal sagen, mit den Hüten. Oh, gut. Zivilist? Nee, was ist das hier? Marlowe's Patented Vigors. Murder of Crows. Proven Deterrent against Hooligans. Ist klar. Die Power Company. Geld! Ja. Da hoch müssen wir. Ist hier unten noch? Nochmal Mülleimer. Gesundheitskit 80% voll. Oh, hier geht's abwärts. Können wir mal runterfallen? Ich probier's mal. Oha, okay. Alles klar. Sieh sie dir an. Ist sie nicht eine Schönheit? Weißt du, alle Einwanderer sind hier durchgekommen. Ich wünschte, die würden doch normale Leute aufnehmen. Heute müsste schon jemand sein. Wenn ich sagen würde, dass ein Mensch Blitze auf seinen Fingern abfeuern kann. Hallo, mein Freund! Die bewundern alle anscheinend die Statue hier. Kann ich mal hier durch, Kumpel? Die Straße ist gesperrt, Kumpel. Die bereiten schon das Feuerwerk vor. Okay. Da hinten ist genug gesperrt. Ich muss mir einen anderen Weg suchen. Mir hoch. Produziert von Mr. Jeremiah Fink persönlich. Wer von euch hat die göttliche Gabe einer Kraft schon versucht? Ein Schluck. Und ihr seid in der Lage, die unglaublichsten Taten zu vollbringen. Ihr wisst ja, der Prophet ist fair und freundlich. Und er hat Mr. Jeremiah Fink gebeten, und zwar persönlich, euch diese Wunder zu bescheren. Gelobt sei unser Prophet. Gelobt sei unsere schöne Stadt.
Das konnte man schon in Bioshock 1, dass man so Kräfte hatte. Ne? Das war mal gucken. Wenn ich sagen würde, dass ein Mensch Blitze aus seinen Fingern abfeuern kann, würdet ihr mir glauben? Oder dass ein Mensch einen tonnenschweren Hengst einfach hochheben kann? Würdet ihr das okay, glauben? Okay, Leute. Nun, Freunde. Können wir noch das Video angucken? Das sind keine Hunde. Das Wort des Propheten präsentiert irgendwas, bla bla bla. Es scheint, Jimmys Freunde sind neidisch. Denn Jimmys Papst schenkt ihm die Packung meiner Victory. Was, Papst? Meiner Victory, die einzige Marke extra für Kinder. Kinder dürfen rauchen hier? Stress. Das sind keine armen Märchen. Okay, würde ich trotzdem sagen, Zeit ist um. Schade, schade. Aber morgen geht's auf jeden Fall weiter. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Kingswatch unterwegs in Bioshock Infinite. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao. We'll be right back.